Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2 wieder von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es einen Guide, wie ihr an die exotische Pistole Wegbereiter kommt, wo ihr die Quest abholt und wie dann die einzelnen Schritte Schritt für Schritt aussehen. Das Ganze schauen wir uns in diesem Guide an. Ich würde sagen, let's go! Zu Beginn müsst ihr zu Xur, der bei der Location hier ist, Xurs Schatzkammer. Da könnt ihr hinfliegen und bei dem lieben Händler könnt ihr dann die Questreihe abholen. Die Quest, die ihr dafür annehmen müsst, heißt wie folgt: Magnum Opus, und der allererste Schritt ist seltsame Münzen sammeln. Wahnsinnig schwierig, an die Münzen zu kommen, ist es nicht. Unten steht nämlich, in welchen Aktivitäten ihr das kriegt. Ihr könnt also die Mutprobe der Ewigkeit spielen, das Event. Ihr habt die Möglichkeit, Strikes, Schmelztiegel, Gambit etc. zu spielen, um über diese Aktivitäten dann seltsame Münzen zu kriegen. 7 Stück braucht ihr und dann kriegt ihr den nächsten Questschritt. Wenn ihr also diese relativ einfach zu kriegenden seltsamen Münzen geholt habt, dann habt ihr den nächsten Questschritt, wo ihr hier 3 Beutezüge abschließen müsst. Und zwar von dem Sternenpferd, das an der gleichen Stelle steht, wo Xur steht. Wenn wir das nämlich ansprechen, haben wir hier verschiedene Beutezüge, die wir abschließen müssen. Es gibt tägliche und wöchentliche. Und was mir relativ einfach gefallen ist, 3 von den täglichen abzuschließen. Ihr könnt immer nur einen annehmen von den Beutezügen, das heißt einen Beutezug annehmen, gucken, was ihr machen müsst, dann fliegt die zur Aktivität. Das heißt, über die Navigation könnt ihr hier diese Destination anwählen und dann Mutprobe der Ewigkeit auswählen, hat eine Spielersuche auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und da dann einfach durchspielen und eben die Sachen der Beutezüge abschließen. Das, was halt drin steht, ist nicht wahnsinnig schwierig, man muss da einfach bestimmte Waffentypen benutzen. Wenn ihr das gemacht habt, also eben 3-mal, gebt ihr den letzten Beutezug ab, dann habt ihr 3 von 3 und kriegt den nächsten Schritt. Hier müsst ihr einen seltsamen Schlüssel bei Xur kaufen. Auch das nicht wahnsinnig schwierig. Ihr braucht hierfür aber einen relativ hohen Rang bei ihm. Wenn ihr den nicht habt, müsst ihr die Mutprobe noch ein paar Mal spielen, um eben diesen Rang zu erhöhen. Ich zeige das hier mal schnell. Ihr habt oben den Mutig-Rang, das ist hier jetzt Rang 4 zum Beispiel. Aber weil ihr ja mehrfach über den Beutezug von dem Sternenpferd das Ganze schon gemacht habt, dürfte das eigentlich schon hoch sein. Wenn ihr noch nicht den Rang Mutig habt, müsst ihr da noch ein paar Mal rein. Gut, dann könnt ihr diesen Schlüssel holen, diesen seltsamen Schlüssel, und wenn ihr das gemacht habt, dann gehen die Questschritte auch schon weiter. Also Xur besuchen, das Ding holen und dann haben wir den nächsten Schritt, den vorletzten. Wir müssen mit dem Schlüssel eine Ausrichtung erledigen bzw. eine Ausrichtung aktivieren, sage ich mal. Um das zu finden, müsst ihr einfach hier durch dieses Portal, ich zeige es extra, wie man von Xur ins Portal läuft, damit man das Ganze auch übersichtlich sieht, springt also durch dieses Portal und an der folgenden Stelle müsst ihr dann hin. Wenn ihr hier dann bei diesen Steinchen seid, könnt ihr diesen Schlüssel aktivieren, um eben diese Ausrichtung zu vollführen, sage ich mal. Man sieht es hier auch, es zeigt uns direkt an, wo wir hin müssen, also da nach hinten. Das heißt, wir rennen da mal fix hin und haben hier dann eine Höhle. Ich mache mal hier ganz kurz einen Cut, weil das erste Mal, wo ich drin war, musste ich natürlich auch gucken, wie man sich hier durchbuxiert. Das heißt, hier habe ich nochmal kurz einen Lauf gemacht, wo man direkt sieht, wo man durch muss. Für die einen oder anderen, die nicht genau wissen, wo man hochspringen muss, wo man durchrennen muss. Und lasst das mal ganz gemütlich kurz laufen, bis wir dann zum nächsten Questschritt kommen. Nun, wenn wir dann oben angekommen sind, können wir hier diesen Kryopod öffnen und haben das letzte Teil, das wir brauchen, um die exotische Pistole herzustellen. Mit dem müssen wir dann zu Benji, das heißt, wir müssen auf den Turm fliegen, wählen also den Turm an, fliegen hin, laufen zu Benji hin, unserem Waffenmeister, und er erstellt uns dann oder gibt uns dann die exotische Pistole, für die wir ja eben diese ganze Quest ja gemacht haben. Die Waffe übrigens ist eine Anlehnung an Halo 1 bzw. an das Halo-Franchise, denn die Pistole spielt sich und sieht auch sehr ähnlich aus
und spielt sich eben auch sehr ähnlich wie die Halo-Pistole. Also das heißt, alle Halo-Fans, die in der Vergangenheit Halo gespielt haben, dürften hier einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert sehen. Und auch vom Spiel-Feeling her, sage ich mal, ist es sehr, sehr stark an der Waffe dran. Fühlt sich sehr cool an. Ich als alter Halo-Fan habe an solchen Dingen natürlich sehr viel Freude. Gut, das war's auch schon von dem Guide. Wenn der euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Waffe findet. Oder allgemein Feedback dalassen, bin ich immer froh drum. Und am Ende bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.